Fünf Heilsteine nach Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, eine herausragende Gelehrte des 12. Jahrhunderts, integrierte Heilsteine in ihre medizinischen und spirituellen Praktiken aufgrund ihrer Überzeugung, dass diese Steine sowohl physisch als auch spirituelle Heilkräfte besitzen. Sie nutzte eine Vielzahl von Steinen, die jeweils spezifische Krankheiten und Beschwerden adressierten. Bernstein war einer der Steine, den sie besonders schätzte. Hildegard empfahl, Bernstein zu pulverisieren und dieses Pulver in Wein oder Wasser aufzulösen. Diese Mischung sollte dann getrunken werden, um innere Krankheiten zu behandeln oder präventiv gegen Krankheiten zu wirken. Zudem empfahl sie das Tragen von Bernsteinamuletten als Schutz vor negativen Einflüssen und zur Förderung der allgemeinen Gesundheit. Amethyst setzte Hildegard bei Hauterkrankungen und zur Reinigung ein. Sie glaubte, dass das Auflegen von Amethyst direkt auf die Haut betroffene Bereiche heilen könnte. Auch das Tragen von Amethyst als Schmuck wurde empfohlen, um von seinen schützenden und reinigenden Energien zu profitieren. Jaspis war ein weiterer Stein, den sie für seine stärkenden und vitalisierenden Eigenschaften wertschätzte. Hildegard riet dazu, Jaspis direkt am Körper zu tragen, um seine positive Energie zu nutzen und die körperliche Gesundheit zu fördern. Für Beschwerden im Bereich des Halses und der Stimme empfahl Hildegard den Chalcedon. Dieser Stein sollte direkt auf die Kehle aufgelegt werden, um Halsschmerzen und Stimmprobleme zu lindern. Auch das Tragen von Chalcedon als Halskette wurde als vorteilhaft angesehen, um kontinuierlich von seinen heilenden Schwingungen zu profitieren. Schließlich schätzte sie den Smaragd für seine Fähigkeit, die Augen zu heilen und das Gedächtnis sowie die geistige Klarheit zu fördern. Smaragde sollten auf die Augenlider gelegt werden, um die Sehkraft zu stärken und Augenerkrankungen zu behandeln. Das Tragen von Smaragd als Talisman wurde ebenfalls empfohlen, um die mentale Klarheit zu unterstützen. Durch diese vielfältigen Anwendungen von Heilsteinen suchte Hildegard von Bingen die Verbindung zwischen körperlicher Gesundheit und spirituellem Wohlbefinden zu stärken. Eine Praxis, die ihre tief verwurzelte Überzeugung in die heilenden Kräfte der Natur widerspiegelt.